glaube, das ist das schlechteste Product Review ever. Good morning, Leute. Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Oh mein Gott, okay, ich brauche irgendwie ein neues Intro oder sowas. Ja. Heute teste ich 3 Bubble Tea Places in Berlin aus und mache mit einer ganz bestimmten Person einen Geschmackstest, um herauszufinden, wo wir den besten Perlenmilch-Original-Bubble Tea bekommen. Food Fact zu Bubble Tea. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum Bubble Tea Bubble Tea heißt. Und ich muss ehrlich sagen, ich dachte immer, es liegt daran, dass die Kügelchen, diese schwarzen Perlen, dafür da sind, Bubble Tea den Namen Bubble Tea gegeben haben, weil das so bubblig ist. Aber Wikipedia hat mich eines Besseren belehrt, denn damals wurde Bubble Tea in Taiwan in den 80er Jahren erfunden und dort wurde Milch mit Tee, Zucker und Eis gemischt und dann geschüttelt und dann irgendwie serviert. Und dieser Schaum, der sich dann auf dem Tee gebildet hat, das wurde dann als Bubbles bezeichnen, deswegen man Bubble Tea Bubble Tea nennt. Ist das nicht smart? Auf jeden Fall mache ich mich jetzt auf den Weg und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Schauen. Hi Leute, wir sind jetzt auf unserer Bubble Tea Tour und ich habe einen ganz besonderen Gast dabei. Man versteckt sich nicht. Hi. 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 Wer bist du denn? Achso ja, ich bin Stefanie Kau. Was machen wir heute? Wir wollen heute 5 verschiedene Bubble Tea Geschäfte ausprobieren, oder? Ja. Ja, und der erste Stopp ist hier beim Alexanderplatz, nämlich bei BoboQ. Und das ist nämlich OG-Version of Bubble Tea. Das bedeutet, es war der erste, der das aufgemacht hat. Und wir gucken mal, ob es genauso schmeckt wie damals. Ja, let's go! Let's go! Ming! Mingai! Richtig Bock und du? Ich mag eigentlich nicht Milk Tea. Ich höre immer so die Frost Tea. Aber Milk ist so das, was man eigentlich trinken muss. Weil wir heute die OG-Version drehen, müssen wir Milk trinken, ne? Weil die fragen, ob die uns auf Instagram folgen können. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum zweiten Bubble Tea Laden. Und zwar sind wir jetzt in der Weinmeisterstraße und holen uns jetzt von Kambai einen neuen Bubble Milk Tea. Heißt es Bubble Milk Tea? Und da ist schon wieder so eine fette Schlange, Alter. Immer, es war unangenehm mit dir immer. Halt die Brille. Bist du bereit? Nein. Okay Leute, das geilste an dem Laden ist, dass du Zucker- und Eislevel selbst entscheiden kannst. So Leute, Bubble Tea Nummer 2. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu Pau Pau Modern Tea. Der hat, glaube ich, so vor kurzem erst aufgemacht. Und der ist richtig schön in Design. Warst du schon mal? Ich hab dir doch gesagt, ich will da nicht. Guck mal, Gott wollte nicht, dass du das sagst, dass scheiße aussieht, deswegen hat er dir einen Krankenwagen gerufen. Also ich find's richtig kitschig. Ich mag das aber. Ich nicht. Und Leute, wenn ihr uns auf der Straße erkennen solltet, dann macht mal mit uns ein Foto. Da gibt es mehrere Sachen, Milky, Fruity, Chiso und Signature. Was hast du mal Chiso probiert? Nee. Chiso ist so mit Frischkäse. Oh, das ist so wie... Das ist so salzig. Hey Leute, Steffi probiert zum ersten Mal den, wie heißt der? Purple Moon Litchi und das ist Mings Lieblingsfarbe. Yes. Also erstens, es hat Aloe Vera, Basilikumsahne und Litchi Jellies drin. Weißt du, wie das schmeckt? Dieser Litchi-Saft aus der Dose. Was? Das, was man kennt mit der roten Litchi. Schmeckt es nicht besser? Nein, schmeckt genau gleich. Okay, Leute, das habt ihr jetzt nicht gehört. Kauft den trotzdem. So, Leute. Das war jetzt der letzte Laden. Wir gehen jetzt den Geschmackstest machen. Seid ihr schon aufgeregt? Seid ihr schon aufgeregt? Ich schwöre, alle denken, wir sind Opfer. Die Asiaten schon wieder. So, Leute. Wie ihr seht, sind wir in meiner Uni.
Und testen jetzt diese drei Bubble Teas. Also wir waren auf jeden Fall einmal bei Kambai, dann waren wir jetzt bei Pau Pau und dann waren wir einmal bei Bobokyo und haben dreimal dasselbe bestellt und zwar den Milk Tea einfach, ganz normal Standard. Das ist Schwarztee mit Tapioca-Perlen und Zucker, oder? Ja, und alle drei haben eigentlich gleich viel gekostet, oder? Bobokyo war am günstigsten. Da haben die, glaube ich, nur 3,20 gezahlt. Und ich weiß halt nicht, ob überall gleiche Milliliter sind. Das sieht auf jeden Fall ein bisschen weniger aus. Aber es ist halt breiter, oder? Aber ich finde das Packaging hier süßer. Ja, Mann. Wir bewerten jetzt die Bubble Teas. Okay, wollen wir probieren? Ja. Okay, jeder Laden hat natürlich seinen Strohhalm, der von Kambai. Übrigens werden wir dafür nicht bezahlt oder gesponsert, aber wenn Kambai du das siehst oder so, ne? Das ist ja mein Lieblingsgeräusch immer, ne? Eigentlich muss man es ja hier oben festhalten und dann bam. Ach echt? Das ist schon ja Kue, wusste ich gar nicht. Ach, gleich. Das riecht aber schon lecker, ne? Ich muss ehrlich sagen, eigentlich bestelle ich den nie. Ich bestelle immer so fruchtigere Sachen, weil ich Laktose habe. Wir beide vor allem. Und wir beide trinken einfach kein Milch, sondern immer nur Frucht. Und Milch gibt es halt überall. Deswegen mussten wir eigentlich Milch nehmen. Um Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Genau. Wollen wir anfangen? Ja. Wollen wir mit dem OG anfangen? Ja, Mann. Fang an. Oha, schmeckt erstaunlich gut. Ich dachte, es wäre richtig süß. Aber schmeckt mehr als Schwarztee, ne? Lecker. Ich bin voll überrascht, weil ich so lange nicht mehr getrunken habe. Mhm. Ich probiere mal durch, damit wir nach und nach, oder? Vergleichen können, oder? Ja. Das ist milchiger, hat fast gar keinen Geschmack. Das hat mehr Teegeschmack. Ja, das hat nur Milch. Aber ich mag das mehr. Warum? Weil es cremiger ist. Das schmeckt richtig fettig. Schmeckt nach nichts. Es schmeckt nur nach Milch. Aber nach Bauchschmerzen. Aber die Bubbles sind leckerer. Nee. Nein? Warte nochmal. Die sind chewiger. Ja, aber nur weil die frischer sind. Warte, ich trinke nur noch den. Ja. Der ist auch gut. Findest du? Der schmeckt mehr nach Tee. Findest du? Aber ich muss ehrlich sagen, eigentlich habe ich gar keine Ahnung. Irgendwie bin ich jetzt voll verwirrt. Also ich habe eine klare Meinung. Ich stelle mal auf, wie ich das am besten finde. Nämlich, bei mir ist erst Bobokyo, weil ich bin der Typ, der es nicht so milchig und fettig mag, sondern eher Teegeschmack. Und hier schmeckt es eher nach Black Tea, also nach etwas Ming. Nach Milch. Und die, da muss ich ehrlich gestehen, finde ich die Tapioca-Perlen besser. Ich auch. Und die Scheiße. Erstmal alles umkippen. Das finde ich richtig langweilig. Findest du nicht? Die Perlen sind. Ich finde die beiden gleich. Ich finde das am besten. Also, Geschmack, muss ich sagen, gewinnt bei mir das. Bei dir? Das, aber ich glaube, Geschmack ist ja, wie sagt man das? Unterschiedlich? Subjektiv? Ja, ja genau, weil du magst es eher milchiger. Und cremig. Genau. Und ich nehme ja eigentlich auch Bubble Tea ohne Zucker. Echt? Bei Kambai mache ich das alles ohne Zucker, nur dass ich so intensiv Teegeschmack habe. Was hatten wir denn hier für ein Zuckerlevel? Normal. Echt? Mhm. To be honest, ich glaube, das ist wirklich das Schwächste. Ja, oder? Das schmeckt nur nach Milch. Weißt du, das hat wenigstens so einen dominanteren Geschmack und erfrischender als das hier. Und das schmeckt mehr nach Tee, das schmeckt mehr nach Milch und das ist so ein Zwischending, aber hat keinen eigenen Charakter. Ja. Obwohl ich eigentlich Kambai am meisten mag. Ich auch. Deswegen bin ich schon enttäuscht. Also Kambai ist auf jeden Fall bei Geschmack letzter so Platz, ja. Weil es schmeckt übelst lasch und ich habe ohne Eis bestellt. Das heißt, es wurde nicht mal nochmal verdünnt. Aber die Tapioca-Perlen sind okay, oder? Ich muss aber ehrlich sagen, Leute, schreibt Kambai nicht ab, weil ich finde Kambai, die anderen Sachen sind schon lecker. Ja, ja, also wir beziehen uns jetzt wirklich nur auf diese Milch. War es das jetzt? Haben wir einen Overall Winner? Also mein Overall Winner ist das hier und ihrs ist das hier. Obwohl eigentlich ich Kambai immer hole. Ja, eigentlich so der Gewinner der Herzen ist eigentlich so Kambai. So. Ich bin da immer eigentlich. Ja, ich auch. Also falls ihr uns mal treffen wollt und ein Foto mit uns machen wollt. Ja, auch mit ich schwöre, man wollte immer alle Weihnachtsfotos machen. Das war's von unserem Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall Steffis Kanal ab. Sie macht auf jeden Fall witzige Videos und unterstützt sie. Hör doch mal auf, ey. Minions, geht rüber. Und was soll ich sagen? Vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Anne, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Schreibt unter den Kommentaren, was euer Lieblings-Bubble Tea ist. Ob ihr schon mal Bubble Tea überhaupt getrunken habt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Anja! Hab ich nicht!